bin der Hans Kaufmann, der Regisseur und Autor von Der Bürzer. Wir kommen beide aus Zürich und das ist... Mein Name ist Joel Bassmann, ich bin auch aus Zürich. Spiele in dem Film Der Bürzer die Hauptrolle und das ist unser Baby, das wir euch hier zeigen. Der Bürzer, ich kann es kaum aussprechen. Ich glaube, das ist als Schweizerin deutlich einfacher. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast auch das Drehbuch geschrieben. Genau, also vielleicht noch mal kurz zum Titel. Das heißt Der Bürzer und das ist ein Schweizer Wort für einen besonders tüchtigen Arbeiter und ich habe da lange überlegt, aber es gibt effektiv keine 1:1 Übersetzung ins Deutsche. Der Handwerker. Ist der Handwerker, aber eben ein besonders tüchtiger. Das hat schon noch so eine Bedeutung und darum geht es auch in diesem Film. Es geht um einen Sanitärinstallateur, der irgendwie von der Gesellschaft so ein bisschen an den Rand gedrängt wird, weil er sich die Mieten nicht bezahlen kann. Zusätzlich hat er auch ein Problem, dass er keine Frau in seinem Leben hat und da gerne irgendwie aktiv werden möchte. Und um sich dann etwas dazu zu verdienen, arbeitet er dann schwarz im Zürcher Rotlichtmilieu. Wie kommt es zu dieser Idee, zu diesem Drehbuch? Das ist jetzt nichts, das klingt nicht nach Mainstream-Kino für mich. Nee, es ist eigentlich ein Film, der in Zürich eine gewisse Dringlichkeit hat, weil es da viele, eben besonders Arbeiter gibt, die ein bisschen am Existenzminimum leben. Dann gibt es auch viele Freunde von uns, die auch Arbeiter sind und eben auch so Mitte 20 schon lange keine Freundin und irgendwie so den Glauben an eine Beziehung verloren haben und so ein bisschen sexuell frustriert sind. Und das ist eigentlich ein Film, der das einfach reflektiert, ist ein sehr lokaler Zürich-Film, der all diese Themen verbindet und eigentlich einfach so das Leben zeigt von so einem jungen Menschen, der durchs Leben schreitet und auf neue Lösungen kommen will und sich irgendwie für etwas Neues begeistern möchte. Wie bist du zu diesem Film gekommen? Man muss sagen, wir kennen uns schon eine Weile und Hans hatte schon länger vor, was zu machen, also einen Spielfilm zu machen. Und das ist langsam, aber sicher aus unserer Freundschaft entstanden und aus dem Willen von Hans, einfach einen Film machen zu wollen. Er hat dann immer wieder geschrieben, kam mit einzelnen Szenen. Man hat was ausprobiert, man hat zusammen gelesen. Er ist wieder, hat wieder mehr geschrieben, kam wieder mit neuen Fassungen oder mehr Szenen. Und so hat sich das eigentlich so ein bisschen zusammengesetzt, bis man dann irgendwann fand, okay, ich glaube, das Drehbuch steht, ich glaube, wir sollten drehen. So. Wann war dieser Punkt? Wann habt ihr angefangen? Man muss sagen, ich habe das natürlich explizit für Joel geschrieben. Das war von Anfang an klar. Ich wollte unbedingt, dass Joel Bassmann in diesem Film spielt. Und das war mir extrem wichtig, weil ich finde, er gehört zu den besten deutschsprachigen Schauspielern, meiner Meinung nach. Und angefangen hat es eigentlich im Sommer 2017, als bei mir wirklich so der Wille da war, hey, jetzt muss ich das raushauen. Und dann habe ich das Drehbuch zu Ende geschrieben. Im Dezember haben wir Burger Collection, die den Film hat er mir vorgestellt, haben wir getroffen, die haben uns das Geld gegeben und dann haben wir 3 Monate später haben wir schon gedreht und hatten jetzt im Januar 2019 in der Schweiz Premiere. Da läuft er jetzt schon in den Kinos. Letzte Woche, vor 3 Wochen waren wir in Hof und jetzt sind wir auf Festivaltour. Während des ganzen Drehprozesses hat sich da irgendwas als besonders herausfordernd dargestellt? Ich meine, du kennst den ganzen, oder ihr kennt beide den gesamten Prozess, von der Grundidee bis zum Drehbeginn und dann ab Dreh. Was waren da wichtige Schlüsselmomente für euch beide? Also für mich als Schauspieler war das hat seine Vor- und Nachteile, ist das chronologische Drehen. Also wir haben komplett chronologisch gedreht. Das hatte verschiedene Gründe, das kann Hans dann auch noch erklären, aber du gehst natürlich dann sehr im Jetzt, in diese Rolle. Du hast keinen Tag, wo du irgendwie sagst, ach so, ja stimmt, meine Mutter ist ja schon tot und dann, aber wir wissen das ja jetzt noch nicht, also muss das jetzt wieder aus meinem Gesicht raus oder wie auch immer. Oder deine Kleidung wird dreckig, kein Problem, weil man hat es ja gerade gesehen und morgen bin ich ja wieder da und dann ist es okay, wenn der Fleck da ist. Man muss dann aber auch immer da sein, du musst halt auch immer, du hast dann halt auch einfach so ein, es ist auch sehr intensiv einfach, du bist sehr in diesem Menschen drin und ziehst morgens deinen Blaumann an und gehst zur Arbeit, so. Und wo du halt gerade die Baustelle hast. Und das macht Spaß, aber ist sehr intensiv, auf jeden Fall. Aber kann ich jedem empfehlen. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben den Film mit
unter 100.000 Euro gedreht, was extrem wenig ist. In der Schweiz dann nochmals weniger. Und noch weniger. Das ja, funktioniert natürlich nur, wenn man viel Unterstützung kriegt von Mitarbeitern und von Freunden. Und da war mir relativ schnell klar, hey, wir haben Probleme, wir haben nur 20 Drehtage, wir können nicht auf Wetter Rücksicht nehmen. Es bietet sich irgendwie an, schon mal darum, chronologisch zu drehen, dass du nicht auf Anschlussprobleme kommst. Aber der wichtigste Grund war für mich eigentlich für Joel, so eine gute Bühne zu kreieren, wo er das Maximum aus seiner Performance rausholen kommt. Und ich habe ihm immer gesagt, hey, du bist einfach diese Figur. Und wir begleiten dich mit der Kamera und schauen eigentlich immer in dein Leben rein, oder? Und das war so das Wichtigste für uns als Herangehensweise, aber auch für Joel, dass er weiß, hey, es geht jetzt da wirklich darum, dass das Spiel authentisch sein muss und dass es irgendwie gut rüberkommt. Und ich glaube, für uns war es dann während dem Arbeiten, war das eigentlich dieser Rahmen, nicht nur das Chronologische und dieser Budgetrahmen, das war einfach für uns perfekt, um gut arbeiten zu können. Also wir denken alle jetzt, das wäre nie so rausgekommen, hätten wir eine Million gehabt und hätten da alle Möglichkeiten, sondern dieses Reduzierte, das bringt dich automatisch auf eine authentische Schiene, weil du kein Licht setzen kannst, weil du keine Straßen sperren kannst, weil keine du Locations mieten kannst. Ja. Und ich denke, das hat uns eher geholfen, als dass ein Nachteil war. Auf jeden Fall. Wie ist für dich die Rollenvorbereitung gewesen? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, um dich hat sich alles oder mehr oder weniger alles gedreht. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet, die ja auch, das hattest du vorhin angesprochen, sehr schwierig ist? So einen frustrierten Menschen Mitte 20 auf vielen Ebenen frustriert. Wie geht man sowas an? Ich muss sagen, ich bin im Jetzt. Ich bin in einer Zeit, die ich nachvollziehen kann. Ich spiele einen Menschen, der mein Geschlecht hat und mein Alter etwa hat. Ich habe Freunde, von, wie schon Hans auch gesagt hat, von denen wir auch einige Sachen übernommen, geändert oder wie auch immer haben. Ist jetzt nicht eine Rolle, die mir komplett fremd ist. Also ich meine, jeder von uns hat seine Probleme, seine Hürden. Die einen gehen anders damit um wie andere, aber es war so von der Grundbasis jetzt nicht so ein Akt. Das Ganze oder das, was dann dazukommt, war mehr einfach, dass du einfach immer depressiver wirst in diesem Ablauf, was mit diesem Typen geschieht. Anfangs war ich einfach ein Handwerker, der ein bisschen spitz durch die Gegend geht und gern mal ein Mädel treffen will, kann man banal sagen. Je mehr man über diesen Menschen erfährt, umso mehr sieht man, dass das Ganze ein bisschen komplexer ist. Und auch ich selber als Schauspieler, dadurch, dass wir diese chronologische Arbeit hatten, habe auch nur von Tag zu Tag immer mehr gemerkt, wie diese Schwere halt kommt. Auch anhand der Szenen, die wir dann natürlich drehen. So, erste Szene super entspannt auf dem Bau. Und dann geht's bergab am Tag. Und du weißt, es wird nicht besser. Oder ich habe dann morgen nicht noch mal die Szene vom ersten Tag, wo ich durch die Wiese renne. Sondern es geht ziemlich sicher bergab. Und du gingst natürlich auf den Bau. Wir haben uns das ja angeschaut, wie man... Ja, also er war sicher eine Woche alleine auf dem Bau. Und da haben wir auch vieles zu zweit. Ich habe immer Probeszenen gefilmt, die zusammengeschnitten, dass wir so ein Gefühl kriegen, hey, was ist authentisch? Ich habe auch viele Bauarbeiter alleine gefilmt oder auch im Milieu Leute gefilmt, die dann einfach den Schauspieler extrem geholfen haben. Hey, so sehen die aus, so sprechen die. Kleine Sachen. Ja, und Gänge, Wörter übernommen. Auch teils Ausdrücke, die du gar nicht mehr, keine Ahnung, die du halt auf dem Bau hörst oder im Puff oder was weiß ich, die du sonst auf der Straße nicht mehr hörst, wo du sagst, ah ja, das ist super, das Wort. Oh, was war das? Oh ja, das bauen wir gleich ein. Irgendwie so, ja, bist halt mega offen und mega, alles, was du kriegst, nimmst du. Ja. Und warum ist es wichtig, so eine Geschichte zu erzählen? Ich meine, ihr betreibt ja im Prinzip auch eine Milieustudie. Warum ist das wichtig? Ja, es ist nicht nur eine Milieustudie, sondern es sind eigentlich drei Milieus, wenn man den Film kennt. Es gibt dieses Arbeitermilieu, dieses Rotlichtmilieu und diese Freikirchen. Und das sind alles Milieuszenen, die in Zürich immer wichtiger werden und es auf Probleme stößt. Und das war eigentlich ein Film, der so eine Daseinsberechtigung hat, weil das einfach Themen sind, die immer wichtiger werden und die ich versucht habe, so zu verarbeiten. Und auf einer ganz anderen Ebene ist das eigentlich einfach eine Coming-of-Age-Geschichte von jemand, der erwachsen wird. Und wir sind im gleichen Alter, ist einfach so die letzten 10 Jahre
was wir erlebt haben, was jeder ein bisschen erlebt, wenn man in Zürich lebt, dass man aus diesen Wohnungen rausgeworfen wird, dass man irgendwie aktiv werden muss, dass es ein großer Teil von reichen Leuten gibt, die in Zürich wohnen. Und ja, das alles fühlt sich in Zürich immer so ein bisschen mehr an, als kocht sich das auf, als gibt es da ein bisschen soziale Unruhen oder Missständen, die wir mit diesem Film zeigen wollten. Dann würde ich gerne noch fragen, ihr seid jetzt gerade erst, das muss man dazu sagen, nach Braunschweig gekommen. Was ist euer Eindruck vom Festival? Wie geht's euch hier überhaupt? Super, ausgezeichnet. Wir wurden da sehr gut aufgenommen. Auch die Kommunikation im Vorfeld fand ich extrem nett. Ich habe auch Thorsten in Hof kennengelernt. Und wir sind jetzt gespannt. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber der Anfang ist verheißungsvoll. Ja. Geiler Privatjet habt ihr. Ja, alles gut. Das Publikum freut sich ja wahrscheinlich vor allem auch auf die Q&As mit euch im Anschluss an die Filme. Was erhofft ihr euch davon? Ja, wir bereiten uns eigentlich gar nie vor auf diese Q&As. Lustigerweise, wir waren schon in Zürich auf Kinotour, also in der Schweiz. Und es kommen eigentlich immer ein bisschen dieselben Fragen. Von daher wissen wir ungefähr schon, was uns erwarten wird. Haben wir das Gefühl, das ist wirklich... Ich bin gespannt, ob es in Deutschland noch ein paar andere Fragen gibt. Aber mal gucken. Also Braunschweig ist immer für eine Überraschung gut, das kann ich aus Erfahrung sagen. Dann ist meine letzte Frage an euch eigentlich noch so, wie geht's weiter mit dem Film? Also wann kann man ihn sehen, wo kann man ihn sehen und was sind die nächsten Projekte, die ihr vielleicht auch zusammen am Start habt? Zum Film... Das wissen wir jetzt gar nicht so, wie es da groß weitergeht. Es sind noch ein paar Festivals in Übersee geplant nächstes Jahr. Wäre natürlich toll, wenn man den Film in den deutschen Kinos sehen könnte. Weiß ich aber nicht. Ja, und dann haben wir sicher, ich habe da noch was im Petto, was wir für den nächsten Film, da wollen wir uns aber noch ein bisschen bedeckt behalten. Ja. Bei dir, wie geht's weiter? Hast du neue Projekte? Sieht man dich demnächst irgendwo? Ja, bald. Aber lass mal jetzt nur für den Bützer Werbung machen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß hier auf unserem Filmfest und vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Danke. Danke.